Ey Freunde, was geht? Ich zeige euch heute in Dying Light 2, wie ihr die Kadoom Shotgun kriegt, die 2000 Schaden macht und auch behalten könnt, wie ihr den Darth Vader Würgegriff kriegt und das Zelda Schwert. Und dafür braucht ihr natürlich 5 schwarze Enten und die Locations zeige ich euch hier. Erstes hier auf dem VNC-Turm, ihr kommt raus aus dem Aufzug und dann springt ihr hier rein. Ja, ihr müsst den Kreis drücken dafür, für die Aktivlandung. Ich habe das schon gelootet natürlich. Hier liegt dann das Pamphlet, was ihr braucht, die Safe-Kombi. Und der Safe ist hier ist die erste Ente drin. Die habe ich jetzt schon, deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Der Code ist 666. Die zweite Ente, zeige ich euch, wo ihr die findet. Der Karte. Hier. Nehme ich mal weg den Marker. Wenn ihr jetzt auf der Insel hier seid, genau hier gegenüber, da ist das. Genau da. Ja. Ich glaube, ihr kommt da eigentlich mit dem Fallschirm, ja, mit dem Gleitschirm ganz gut hin. Bisschen boosten. Dann halt einfach auf der zweiten Ebene. Müsst ihr natürlich aufpassen, weil hier überall diese Anomalie THV-Zeug ist. Und hier ist dann die zweite Ente. Ihr hört das Geräusch. Das ist die. Gut, Ente Nummer 3 findet ihr wie folgt. Im Zentralring, ja. Und dann nehmen wir mal weg. Hier ist eine Brücke. Hier kommt ihr hin und steht einfach unter der Brücke, wie ihr seht. Dann eigentlich müsst ihr euch nur hier rüber schlawenzeln. Also ganz easy. Zack, zack, zack. Hier ist eigentlich eine GI-Anomalie. Da, Hemmstoffbehälter, weil ich ihn noch nicht war. Aber ja, das tut jetzt erstmal nicht zur Sache gerade. In der Nähe. So, dann springt ihr hier an den Zaun rüber einfach. Zack. Und da ins Wasser. Hier ist dann ein Auto, ein Polizeiauto. Da müsst ihr das Schloss knacken. Ganz einfach, ja. So. Und hier ist dann Ente Nummer 3. Ja. Ja, da kommt schon ein bisschen hoch. Ente. Den Rest nehmen wir natürlich auch noch mit. So, weiter geht's zu Ente Nummer 4. Ente Nummer 4. Old Willedom ist da zurück, ja. Und das Ding ist hier oben in der Ecke. Da geht er einfach hin, genau in die Ecke. Dann seid ihr hier, wo ich bin. Vor den Lehnen, das interessiert uns erstmal nicht. Er läuft einfach hier rüber, hier sieht er überall Wasser. Und hier ist so ein. Also ein Feuerkreis oder sowas. Dann nimmt ihr die Ente schnell, bevor ihr an den Chemikalien verreckt. Aha. Genau. Das war's. So, und die fünfte und letzte Ente zeige ich euch. Ihr müsst hier hin. Oh, der Marker ist falsch, Entschuldigung. Ich bin jetzt über den Zentralring gelaufen. Kannst du irgendwie über Old Villador, habe ich aber nicht gefunden, deswegen bin ich über Zentralring. Dann einfach hier raus, war ganz easy, können sie durch den Wald latschen. Und dann stehst du, weil das Teil ist da. In dem Turm. Ja, jetzt stehen wir hier davor. Wie kommen wir hier hoch? Eigentlich ganz easy. Hier hoch, zack, machen wir einen Sprung zur Seite. Hier rauf. Und jetzt, man kann auch mit dem Haken irgendwie rauf, aber habe ich nicht ganz geschafft. Ich bin einfach die Wand hochgeklettert. Hier rein. Und ja, hier ist die Ente. Ente Nummer 5. Und jetzt gehen wir zurück in den VNC-Turm. Bis gleich. So, Freunde, wir sind im VNC-Turm angekommen. Sollte jeder kennen. Wir gehen zum Fahrstuhl und dann gehen wir diesmal in den Keller. Und dann haben wir das auch schon fast. Oh, wir sind schon da. Das geht ja fix diesmal. So, wir haben ja schon alles gemacht. Wir schwimmen jetzt hier durch. Ich muss selber mal kurz gucken, wo wir jetzt durchschwimmen. War das hier lang? Nee, nee, das war geradeaus, war. Wenn ich mich richtig entsinne. So, genau. Geradeaus, dann machen wir hier die Türchen auf. Hier waren wir ja schon mal gewesen. Hier haben wir den Stromverbund damals. In der Hauptmission. Wir schwimmen weiter, wir schwimmen weiter. An den Leichen vorbei. So. Und jetzt ist hier, wie ihr seht, wenn der rauskommt, hier geradezu. Ich habe es halt auch noch nicht gemacht, ja. Tür offen. Da läuft jetzt einfach durch. Ihr seht so ein bisschen so mit Kerzen. Hemmstoffbehälter erkannt.
Stoffbitte erkannt. Jetzt fahren wir in den ersten Stock, wenn ich das richtig weiß. In den ersten Stock. Ins Erdgeschoss. Okay, ins Erdgeschoss. Was auch lustig ist, wir sind im Keller und fahren jetzt noch weiter runter. Das ist ein Trick. Oh, hier sieht schon ein bisschen mystisch aus. Jetzt sind wir nämlich in Satans Raum, würde ich mal behaupten. Guckt euch das an. Richtig kranke Scheiße, oder? Wir haben erstmal die Podeste. Da platzieren wir unsere Enten drauf. Heiliger Bimbam. Und hier noch eine. Haben wir. Jetzt müssen wir die Dinger hier verbinden wie ein Pentagramm. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen einfach genau rüberlaufen. Dann müsste das da hinkommen. Oh, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, bin ich ehrlich. So, schließen wir an, drehen uns um, laufen wieder rüber. Also eigentlich müssen wir uns nur daran strikt halten, umdrehen, laufen. Hey, Digga, Bim Bam. Oh, wir drehen uns um. Hier rüber. Hopp. So, und das müsste jetzt das letzte Kabel sein, glaube ich, oder? Da lang. Und das Pentagramm müsste jetzt. Nee, noch nicht. Hier ist noch eins. Mit den Kameras hier auch ganz witzig. Danke, Scheiße, Mann. So, jetzt aber haben wir alle. So. Ihr hört jetzt auch einen anderen Sound. Und da. Das folgt aus, wa? Und hier ist die Schrotflinte. Und jetzt kommt das Besondere an. Wir wollen ja nicht nur jetzt benutzen, sondern immer benutzen. Dafür gehen wir in unser Inventar und räumen unser Inventar leer. So, und das räumen wir am besten auch einmal leer. Zack. Zack. Ja. Und das ist jetzt alles leer, wa? Jetzt wollen wir auch benutzen, wa? Und jetzt sind wir hier in der Mission. Mal sehen, was wir als erstes machen. Wir können mal den Würgegriff zuerst holen. Hallo. Okay, ja, müsst halt aufpassen, das sage ich hier nicht. Der läuft hier nach rechts lang. Zap, zap, ab. Ich weiß nicht, ob ich so kacke schieße oder. Ist ja auch egal, wir laufen einfach weiter. Die macht schon echt Späne, aber halt nur auf naher Distanz. Aber das reicht ja, wa? Und ihr seht ja, das ist so eine Anlehnung an Doom. Deswegen auch diese Grafik. Oh, guck mal, ich habe Nachtjäger. Und hier ist eine Tür. Da gehen wir rein. Hier geht es dann runter. Zap, zalap. Oh, ich bin schon so fast tot. Aber das passt an sich. Das ist im Prinzip genau das, was wir wollen. Jetzt nehmen wir nämlich hier den sterbenden Soldat, meinen Schatz mit. Und jetzt muss ich kurz nachdenken. Machen wir erstmal fortfahren. Wir lassen uns hier kurz umbringen. Jetzt haben wir halt, sind wir raus, aber wir haben halt den. Genau. Jetzt, wenn wir in unser Inventar gucken, müssten wir den sterbenden Soldaten haben. Diesen Würgegriff, den man von Darth Vader kennt. So, wo ist er denn? Ja. Pass auf, nicht an deiner Wartung zu ersticken. Hehe. Witzig. Genau. Das ist der. Jetzt holen wir uns noch Zeldas Schwert und zum Schluss machen wir dann die Dings. Wie man die Schrotflinte behaltet. Wir gehen genau den gleichen Weg lang. Die Waffe ist halt echt mega stark, wa? Ja, aber halt nur auf naher Distanz. Oh Mann, ey.
Boah, ist ja okay jetzt hier, Penner. Man sieht leider auch so schlecht, was da vor ihm ist, wa? Aber ihr merkt, ihr müsst die Waffen noch nicht mal nachladen, was natürlich sehr cool ist. So. Wäre es gerade richtig gelaufen oder habe ich mich gerade verlaufen? Warte mal. Hier durch? Ne, wir sind doch richtig. Man, haut ab jetzt von mir. So. Hier haben wir noch einen Kristall und jetzt sind wir wirklich falsch gelaufen. Ist gar nicht so schlimm, dann zeige ich euch das andere. Wenn ihr jetzt hier drin seid, macht ihr beenden. Geht hier raus, dann zeige ich euch sehr schön, wie die Waffe kriegt. Und wir wollen wieder fortfahren, genauso wie wir es auch mit dem Besen gemacht haben. Und dann müssten wir die Waffe im Inventar haben. Und ihr müsst schon mal einen Bauplan, einen Entwurf machen oder sowas. Ihr habt die Waffe direkt und könnt rein theoretisch gleich losballern mit dem Ding. Damit sollte das Spiel dann um einiges leichter werden. Na? PS5 lädt. Okay, wir sind jetzt raus. Gehen ins Inventar. Und da ist sie. So, ich würde die gerne einmal mal kurz zeigen hier. Wo ging es denn hier raus? Geht es hier unten nochmal raus? Engine Room. Frag mich mal, wo es hier rausging. Aber ist nicht schlimm. Wir. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt hier sind. Und nicht im Dingsturm. Aber wir sind schon quasi da. Wenn ich jetzt wüsste, wie es hier noch rausgeht. Ach, da oben wahrscheinlich, wo wir gerade waren. Dann laufen wir die Treppen kurz mal schnell hier hoch. So. Oder ist es noch eins weiter höher? Noch eins weiter höher. Es geht ja echt nichts voraus. Man muss ja wirklich hier rüber klettern. Dab, 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 dab. Aber jetzt, ohne Scheiß, was bringt es mir, wenn ich jetzt hier drinne bin? Ich komme hier gar nicht raus. Doch, hier geht's raus, endlich. So. Und jetzt gucken wir mal, was die Waffe kann. Hahaha. Ja, ihr müsst halt nah ran, wa? Da macht ihr auch richtig Späne, wie ihr seht. Ja, und zu guter Letzt zeige ich euch gleich noch, wie ihr das Zelda-Schwert kriegt. So, wir sind wieder im Turm unten drin, ja? Und jetzt zeige ich euch noch, wie man das Zelda-Schwert erhaltet. Erhält. Erhaltet, erhält. So, wir laufen wieder nach rechts. Weg da. Den müssen wir ausschalten. Dann kommen hier noch ein paar von hinten. Ihr müsst auf jeden Fall ausschalten, weil sonst stören die euch extrems. Aber die lassen wir einfach, die bleiben da eh. Wir laufen hier weiter rechts, rechts, rechts. Und da links gehen wir dann diesmal durch. So, hier gehen wir durch. Den dicken schalten wir aus und hier ist der Entwurf dafür. Mistress Sword. Das ist das Zelda-Schwert. Ihr könnt hier noch lustigerweise hoch, das ist so ein bisschen verbuggt. Ah, das funktioniert ganz gut. Wenn hier jetzt bis Ende noch läuft, gibt es hier noch so ein Entwicklerbuch, sage ich mal. Hier. Wo die Namen stehen. Eure Arbeit gibt uns immer noch Inspiration. Dank Menschen wie euch haben wir uns entschieden, selbst Teil dieser verrückten Branche zu werden, Level zu entwerfen und zu versuchen, neue Standards zu setzen. Euch gebührt unser ganzer Respekt, die Entwickler. Ja. Und wenn ihr jetzt hier rausgeht, dann habt ihr das Zelda-Schwert. Ihr müsst es noch natürlich für 300. Habe ich das schon im Inventar? Ne, okay. Ich bringe mich mal kurz. Lass mich kurz umbringen. Das funktioniert nicht so gut. Die wollen mich nicht umbringen. Ah, jetzt. Genau, für 369 Teile könnt ihr es wieder herstellen. Das Schwert macht nur einen Schaden, sieht aber aus wie das Zelda-Schwert. Ganz lustig. Ja. Empfehlt fürs Zuschauen. Und ihr seht ja hier, ein bisschen verbuggt ist es hier.
Das muss schon umbringen. Okay, perfekt. Ja, haben wir leider nicht geschafft. Okay, wissen wir. Dann sind wir wieder unten. Und wenn wir jetzt in unser Menü reinschauen. Und da Fertigung. Dann haben wir Knie. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Cyberhände. Pfeile. Ach hier, Mr. Sword. Einhändiger Artefakt immer hält er. Nur Mut und viel Spaß. Die macht aber halt nur einen Schaden. Ist mehr. Das ist wirklich ein reiner Easter Egg, womit ihr nicht viel anfangen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ja, das war alles dazu, wo die Enten sind, wie ihr die Waffen kriegt, die drei, die hier versteckt sind. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Easter Egg oder auch zum nächsten Stream. Bis dahin. Ciao.